heute machen wir jetzt unser Ananas-Eis. Da drüben läuft schon das Handrührgerät für einen Becher Sahne mit Vanillezucker. Ja, und ansonsten schauen wir jetzt einfach mit auf die Finger, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Rüber. Also wie man so eine Sahne schlägt, da muss man glaube ich nichts dazu erklären. Dann haben wir hier eine Dose Ananas, Abtropfgewicht, Nettogewicht 340 Gramm. Als nächstes? Die Ananas zu Mousse pürieren, Thermomix. Ananas zu Mousse pürieren. Also wie gesagt, ihr könnt für solche Sachen auch einen Zauberstab, Mixer oder was weiß ich auch immer nehmen. Wir nehmen unser Küchenzusatzgerät, den Thermomix. Wie viel? Alles. Also der Zucker 120 Gramm bei uns. Ja. Ananas, wir nennen es jetzt einfach mal in unseren Mixer reingeben. So, ein Sputz Zitronensaft kommt noch mit rein zu der Ananas. Die ist schon schön püriert. Unterheben. Schatzi hat jetzt genau 100 Gramm Zucker mit rein. In die Sahne. Ja, die Sahne. In die Sahne wird das Ganze jetzt untergehoben. Die Sahne unterheben. Ein katastrophales Filmen heute. Ist das dann schon alles? Ja, normalerweise steht noch ein rohes Ei mit drin, aber das lassen wir weg. Weil das ist nur für die Textur des Eiweiß. Wegen Salmonellengefahr. Also, ja, ich weiß nicht, ob wir es gehört haben. Normal kommt da laut Rezept noch mit Ei mit rein und, aber Eischnee. Wir lassen jetzt das rohe Zeug zugunsten kugelförmiger Wesen. ja, diese rohen Sachen einfach komplett weg. Und ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so ganz scharf drauf. Also lassen wir das ganze Ei, die ganze rohe Ei-Geschichte komplett weg. Und dann gucken wir, wie das Eis wird. Lass mir auch probieren. Doch, dass das aus der Büchse so gut ist. Oh ja. Das hätte jetzt nicht doch. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt, wie das nachher dann fertig ist, das Eis. Patricia, spielst du dich da mit dem Erdbeereis ab von gestern? Das ist ein Bananeneis. Bananeneis, meinte ich doch. Das habe ich doch gesagt. Krieg's nicht raus. So, Freunde, dann wären wir hier draußen bei der Eismaschine. Das Ding ist wieder hier drin. Ah ja, okay. Also bei dem Ananas-Eis würde ich von Haus aus Dosen-Ananas empfehlen. Ja, die kratzen doch nicht so. Ja, dann füllen wir unsere Masse hier ein. Kriegen wir da die komplette jetzt rein? Ja, also Oberkante von dem Rührer. Das müsste vom Gewicht her, vom Milliliter her passen. Ich glaube 700 Ohms, das geht auf einmal eine. Ich glaube, da muss ich die Hand wechseln. Dann das Ding hier drauf, oder? So rum? Ja, genau. Du musst ein bisschen drehen, dass du anlastet. Genau, passt. Okay. Siehst du, wenn da bündig ist, dann passt es. Und da muss man ein bisschen schauen, weil die hat da also Nase, diese Welle. Ja, passt. Dann stecken wir das ganze Gerät ein. Einstecken, Start. Guck, was tut der jetzt? Gestern schon mal aufgefallen. Okay. Aber ich schlecke hier schon mal die Reste ab. Hört sich immer noch so komisch an. Getriebeschaden vielleicht. Was sind das? Weiß ich nicht. Ja, drehen tut es, also lassen wir es einmal. Vielleicht hört es auch. Schau hier. Oh, für mich, danke. Was habt ihr denn gemacht? Keine Ahnung. Sascha hat ihn hingemacht.
Wo kracht das? Ist das oben oder nein, ist das? Das ist das Getriebe dann wahrscheinlich. So wie? Oder dieser Motor, ja. Schau nachher mal. Aber er dreht sich jetzt. Ja, Leute. Auch wenn das Ding jetzt kracht. Nicht so toll. Kann nicht sein, dass der Ding unten drin gescheit drin ist. Rausnimmt, mal den Motor bloß ein. Hat die Heber mal das ganze Ding raus. Bloß den Motor. Nee. Ach je, man merkt bei den 7 Jahren doch, was das Ding vielleicht hat. Du hast einfach zu viel Erdbeereis damit gemacht. Bananeneis damit gemacht. Aber schon, ja, das kann man aufschrauben. Ja. Da schauen wir nachher gleich einmal. Also lassen wir es jetzt trotzdem laufen, oder? Ja. Oh ja, Michi und Technik. Geht mal hin und her. Jetzt ist es drin. Lassen wir es einfach mal laufen. Oh weia. Mittendrin unterbricht der Sascha die Eismaschine, um den Motor zu zerlegen. Lüfter-Eier ein bisschen. Ich hab mal 6. Tja, Leute, Fell durch defekten Zahnkranz. Leider. Ja, was machen wir jetzt? Schauen wir mal, ob es bis zum Schluss noch durchhält. Schäbern. Wahrscheinlich, naja. Schauen wir mal. Leider sind die Zähne bloß noch angedeutet. Aber das ist echt schade. Ja. Ja, 7 Jahre. Sollte aber trotzdem nicht sein. Auch wenn es 7 Jahre schon alt ist. So Leute, dann setzen wir das Ding einfach nochmal auf und probieren, ob er vielleicht noch so lang weiterläuft, bis das Eis fertig ist. Ja, drehen tut er sich noch. So ein neuer Motor, haben wir gerade nachgeschaut, kostet, ich glaube, 21, 22 Euro. Naja, nun gut. Das Teure an den Maschinen ist wahrscheinlich das Unterteil mit dem Kompressor. Tja, Freunde, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann. Es haben sich da drin so leichte Bröckchen gebildet. Ja, jetzt schauen wir halt einmal, wie das Eis nachher rauskommt und wie das dann, ja, ganz am Schluss schmecken tut. Mhm. Und wie die Konsistenz ist. Die Maschine wird der Sascha auf alle Fälle dann doch wieder mitnehmen. Wegen dem defekten Motor, aber ich denke, bis der Sascha das nächste Mal kommt, werden wir selber eine dastehen haben. Ja, die neueren, die sind sowieso wahrscheinlich schon weiterentwickelt. Die sind ja schon uralt eigentlich im Verhältnis. Ja. Das war schon trotzdem ärgerlich, weil es braucht es auch nicht, dass das Zahnrad zusammenschärfelt. Aber, es war jetzt, muss ich sagen, sehr interessant zu sehen, wie man so ein Eis mit so einer Maschine macht. Ich bin dankbar dafür, dass du die mitgebracht hast, auch wenn jetzt der Motor oder das Getriebe den Geist aufgegeben hat. Ja, kannst uns ja dann das nächste Mal erzählen, wie du es hinbracht hast, ob du einen neuen Motor gekauft hast. Ja, oder ich werde einen neuen Motor kaufen, weil für 20 Euro 14 bei eBay habe ich gerade vorhin gesehen. Alles klar. Gut. Dann warten wir noch die Viertelstunde, 20 Minuten, bis es fertig ist. Ja, und auf einmal ging nichts mehr. Aber sieht gut aus. Dann werden wir mal das Ding hier umfüllen. So, Schatzi hat es mir aus der Hand genommen. Ganz schön gefrostet. Mhm. Ja gut, die Sahne und das. Die Ananas, die haben sich etwas getrennt voneinander. Aber es tut den Geschmack nachher bestimmt keinen Abbruch. Was sind jetzt was? Hm? Die Bobberler, diese Bobberler, ist das jetzt das Sahne? Das müsste Sahne sein. Schade.
Ja, das ist wahrscheinlich der Säure da drin in der Ananas geschuldet. Hast du da noch Schuss Zitrone auch mit, ne? Ja. Das könnte natürlich auch sein. Gut, das käme dann eben auf weitere Experimente an. Aber ich glaube allerweil, dass das Eis trotzdem sehr lecker ist. Und man weiß ganz genau, was da drin ist. Naja, bis auf den Doseninhalt von der Ananas halt. Aber wie gesagt, ich mache das lieber mit einer Dosenananas. Eine frische Ananas wird wahrscheinlich wieder so auf der Zunge brennen. So kann man dann Eis futtern ohne Ende. Yummy. Das stellen wir jetzt noch mal kurz in die Gefriere, bevor wir es nachher vernaschen. So, Freunde, dann kommt jetzt der große Augenblick zum Probieren von dem Ananas-Eis. Also, wie gesagt, es haben sich hier so kleine Bobbel gebildet. Das ist eindeutig die Sahne. Aber das tut dem Ganzen absolut keinen Abbruch. Das ist mal ein richtig geiles Ananas-Eis. Wieso, weshalb, warum das sich so getrennt hat, keine Ahnung. Ja, bedarf vielleicht noch weiterer Experimente. Nochmal ein bisschen was von dem Bananeneis. Das Schöne ist halt, wie ich schon mal gesagt hatte, man weiß ganz genau, was in dem Eis drin ist. Die Konsistenz ist natürlich jetzt nicht so, als wenn man es aus einer Eisdiele hat, das Eis. Ganz klar. Aber es ist selber gemacht. Es ist auch sehr lecker und schauen wir mal, vielleicht haben wir ja bald eine eigene Eismaschine und können da weiter experimentieren. Und irgendwann kriegen wir vielleicht dann auch so leckeres Eis hin. Wir werden sehen. Leute, in diesem Sinne wünsche ich mir vielleicht ein paar Däumchen nach oben wieder, ein paar freundliche und nette Kommentare und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschaikowski.